3, 4, 3, 5. Hat er gerade gesagt, dass er sieht? Ja. Ist trotzdem noch okay, aber jetzt geht es ein bisschen runter gerade, wahrscheinlich, weil wir hier mitten random auch unterwegs sind. Warum sind wir nicht komplett runtergelaufen? Aber ich verfolge nur die Zeichen. Lass das Exit da hinten an der Ecke dann. Ja, ist schlecht. Jetzt ist 3,1. Wait, wir sind gerade in der Parkgarage. Danach mit. Hey Boon, ich muss mit Rattler Rückenstand zusammen Bro, ich weiß nicht, wo was. Lass einfach reingehen. Ja, ja. Warte mal, da sind wir jetzt im Chat, oder? Ich sehe Leute im Chat, du bist schon live. Es geht. Hallo? Sind wir live? Funktioniert schon? Ihr seid schon live. Ja, sieht so aus. Ja. Yep. Aber lass trotzdem raus hier, weil die Verbindung ist, sieht trotzdem schlecht aus. Hier, willst du ne? Da, und geht's. Da? Wahrscheinlich da links. Die geht auch runter. Hey, what's up, chat? What's poppin', chat? Look where we at. We're in Universal Studios. Wow. Müssen noch weiter runter, ne? Still in America? Hey, ist ja wirklich Essen. Hey, wir haben keine Tickets gekauft. Sind wir jetzt einfach drin? Wir kommen so weit, als ob wir drin sind. Warte mal. Haben wir uns reingesneakt? Ja, es ist wie so ein bisschen City Walk. Das ist wie normal. Also ich weiß nicht, wie man reinkommt. Wir waren hier. Wir haben uns, so beim Eingang haben wir uns Tickets gekauft einfach. Letzten Mal. Man muss irgendwo warte. Richtig rein. Kommen wir runter? Wir müssen suchen, ja. Aber warte mal, falsche Treppe da vorne. Das ist hier noch Sitzplätze fressen. Es ist die Sahne-Chat. Wir haben uns gedacht, heute mal aus den Universal Studios live. Wir waren ja schon mal. Hey, okay, Calvin, what are you doing? What's up, chat? What's up, you good? Es geht ab, feier ich. Du sollst gerade was sagen. Achso, wir sind Universal Studios, wir waren hier schon mal. Aber Calvin und Dorian waren hier noch nie. Und ihr auch nicht. Wer auch nicht. Chat? Chat war ja auch nicht hier. Zusammen. Guck mal, schon wieder King Kong. Wie? Riesig an der Wand. Kein Kommentar? Ha? Was? Kein Kommentar? Warum? Guck mal hier rechts. Was erwartest du denn, was ich im Kommentar jetzt abgebe? Dass ich an der Wand klebe oder so? Ja, das ist krank. Dings? Ah, wir müssen weiter geradeaus, oder? So, unser vorletzter Tag auch, glaube ich, Chat. Es ist Mittwoch. Morgen geht Kalle und übermorgen gehen wir alle. Dann gehen wir wieder nach Berlin. Warum ist Sydney blau? Achso, ich sehe deinen Chat, ne? Man merkt schon wieder. Oh, hier ist deiner. Guck mal, wie es hier aussieht. City läuft Sport, erste Frage. Zweimal gelaufen, dann nie wieder. Was crazy, guck mal, der Film. Der macht mich drauf aufmerksam, David. Monkey Man? David. David ist crazy. Von dir, David? Nein, ich hab nur gesehen, ich so, Digga. Monkey Man ist nicht mal eine Affe drauf. Guck. Digga. What the fuck? Zwecklos. Ich frage mich, worum es geht in dem Film. Soll das? Was the Monkey fuck? Nee, Monkey Man, das ist John Wick da einfach, Digga. Was? David, wenn du uns ey, Kalle, guck mal, der Film. Hä? Ihr wisst ja auch, dass ich mich von sowas distanziere. Weiß niemand. Ja? Also ich verstehe sowas nicht. Nur ein Wort. Wenn die wissen, was du Off-Cam sagst. Off-Cam ist verrückt. Ja, ist so.
Ey, wie haben wir uns hier reingesneakt? Oder ich habe keine Ahnung. Wir sind hier einfach drin. Wir haben noch nicht mal Tickets gekauft. Ey, ist das Jumba Juice von Travis? Was ist das Lied? Ehrlich? The Jumba Juice. Das ist dein Lieblingsgetränk, ne? Eigentlich probiere ich. Ich weiß nicht, ob es sein Lieblingsgetränk ist, aber er hat es auf jeden Fall erwähnt. In Sicko Mode ist drin. Und er hat das mal bei so einer TV-Show erzählt. Der sollte Geschmäcker erraten. Und er hat alles erraten. Der hat alles erraten. So, Universal Studios ist, also hier werden sehr viele Serien, Filme produziert. Nimm mal ein paar Beispiele. Godzilla. King Kong. Also Transformers, alles mögliche. Fast and the Furious. Voll viele Serien, Desperate Housewives, sowas. Wird alles hier gedreht, also hier ist es, wird wirklich hier gedreht. Hier ist das Dings. Glaube ich. Warum hält der Chat meine Mütze wieder? Holland, das ist meine Mütze. Hör auf, die jetzt deine Mütze zu verkaufen. Das ist meine. Nein. Dann klaust du mein Geld. Stimmt. Natürlich. Yes. Yes. Tut sogar noch weh. Minus Aura und Wehtui. Yes. Danach humpeln nochmal mit. Nee, Kreuzi? Yes! Meine Knöchel, Digga! Ich brauch was zu essen, glaube ich, Alter! Hey, can we get a hamburger for this guy? Wie viel Aura war das gerade minus? Mit danach humpeln ist hart. Ja. Guck das jetzt mal an. Normalerweise nicht. Hier ist auch Babagam. Das ist von Forrest Gump. Guck, wie es hier aussieht, Digga. Einfach sieht hier aus, als ob wir in Amerika sind. Jumba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruit and they choking me. Ist das lecker? Ja. Ist ein bisschen süß, ist schon so der McDonald's von so. Ja. Ich will keinen. Holland, was redest du? Ich will keinen, ich hatte heute schon zwei Smoothies. Hast du beide getrunken? Ich hätte ein Statement dazu, dass der Selleriesaft trinkt. Junge, also. Das ist richtig so. Es ist kein Selleriesaft. Ich trinke ein Smoothie mit Spinat, Sellerie, Apfel, Ingwer, Karotte. Und es schmeckt halt nach Sellerie sehr doll. Ich hatte früher auch eine Saftpresse bei mir zu Hause. Da habe ich immer so Sellerie, Karotten, Apfel, Ingwer auspressen lassen und dann habe ich das getrunken. Sellerie ist voll lecker und das ist voll gesund. Okay? Wenn man so Smoothies trinkt, da trinkt man so Sachen, die man eigentlich, oder da isst man Sachen theoretisch, die man eigentlich sonst nicht essen würde. You know what I mean? Und es schmeckt trotzdem lecker. Das ist gut, das ist smart. Ich weiß mal, woher die Shorts von Sydney sind. Ich habe keine Shorts an, Bro. Push a Picks Kitchen Case. Hey. Hätten wir irgendwas mit Kokos drin? Sup, Chat. Und dann, wer trinkt das? Lass mich in Ruhe. Willst du mal zu MDLA Sports Jugendspiel zuschauen? Komm, safe. Nimm doch Obst. Ja, ich würde niemals eine Selleriestaude essen. Ii. Ja, das isst man nicht. Also wohl doch zu Chicken Wings so. Was willst du? Gar nichts. Die haben auch Sellerie, wenn du willst. Alles gut, das haben die echt Sellerie? Oder warte, haben die irgendwie so... Wait, maybe he's gonna... Rips. Yeah. I'm good. You good? I'm good. Wir sind noch nicht drin, Chef. Das hier ist frei zugänglich für jeden, wo wir sind. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Das ist nur eine Mall. Das ist so wie so ein Einkaufs-Outlet-Center. Da drin war Internet nicht so gut. Das sagt er auch bei Megabyte. Hier ist Harry Potter auch, Leute. Hier ist ganz okay, müsste gut sein. Ist das der gleiche Laden wie am Rodeo? Wir haben es am Rodeo.
Hier ist auch Harry Potter, Leute. Wenn die sagen, dass Sound F ist, Bro, dann einfach nur kurz aus und anmachen. Wo ist Dorian hier? Soll ich UCLA studieren oder meinst du, andere sind krasser, weil Amerika jetzt weiter studieren? Du bist ja Uni-Kenner. UCLA ist nicht die beste, das beste College. Ich glaube, überall hast du ein cooles College. So, weil du eh in deinem College-Bezirk wohnst, aber wenn du halt in Kalifornien bist, dann hast du wahrscheinlich geiles Wetter und hast du Sachen wie LA und San Diego, San Francisco, alles in der Nähe, das ist cool. So, unser Squad ist wieder. Wir sind mit Roji, wir sind mit David. David streamt auch parallel, könnt ihr auch gerne abchecken. Dann haben wir Dori hier und wo ist Calvin? Calvin ist schon wieder essen. Kalle ist gerade umgeknickt, da braucht er erst noch was zu essen. Normal. Bestes College wissenstechnisch ist Harvard, Stanford, etc. Ja. Es gibt akademische Colleges, wie so Harvard und so, wo man schlau sein muss, damit man ein Stipendium bekommt. Und dann gibt es viele, die haben einfach nur Sport als Fokus, wo du gut in Fußball sein musst oder so, dann bekommst du ein Stipendium. Stipendium heißt, dass das College für dich bezahlt wird, weil du halt so gute Leistungen bringst. Sonst musst du 90.000 pro Semester oder sowas zahlen. So, wir gehen gleich hier rein. Hier gibt es dann so Theme Parks, Achterbahn, zu Springfield gibt es hier zum Beispiel. Es gibt Transformers, Fast and Furious, Super Mario World ist neu, da war ich noch nicht. Harry Potter, hier ist Hogwarts. Da kriege ich schon mal Gänsehaut, wenn ich das sehe. Hier ist Hogsmeade, also von Harry Potter. Hier ist Gleis 9 3 Viertel mit dem Hogwarts Express. Ja. Ich war hier schon ein paar Mal, aber ist trotzdem immer cool. Und wir wollen natürlich auch Kalle und Dori so coole Sachen zeigen, beziehungsweise jetzt auch euch. Weil sonst haben wir das nur im YouTube-Video gemacht. Und dann seid ihr nicht so wirklich eins zu eins dabei. Und habt nicht full die Experience. Was ist denn das hier für eine Fahrt von der Truppe? Blüte ist crazy. Wow. Damn! Ein Blasorchester! What's up? und so seht ihr wirklich alles. So. Ihr könnt miterleben, wie es hier ist, wenn ihr hier sein solltet. So. Ich glaube, nach dem Stream müsst ihr nicht mehr hier hinkommen, weil ihr schon alles kennt. Hoffentlich. Das ist unser Plan, unser Bildungsauftrag. Weil Eintritt wird auch 300 Euro oder so pro Nase kosten. Echt jetzt? Ja. Alter. Also wenn wir diese teuren Tickets nehmen, VIP Experience, keine Ahnung was. Normales Ticket, glaube ich, 80 oder so. Und wenn wir VIP Experience nehmen mit so Bustour und alles, dann ist es, glaube ich, so knapp 300. Nehmen wir diese Bustour? Ja, dann müssen die das nicht mehr kaufen. Smart. Schlau, Chat. Wir übernehmen für euch die Kosten. Wir kaufen das, damit ihr es nicht mehr gucken müsst. Wie spät ist es in Deutschland? Es ist gerade 9, ne? Also 21, also 20.38 Uhr. Mhm. Hier ist 11.30 Uhr erst. Wir schaffen es nie, früh aufzustehen, dass wir früh losgehen. Ich will immer so. Ist doch schon okay heute. Digga, wie viele sind das? Gibt's in Deutschland überhaupt Blasorchester oder was ist es? Cool, viele. Das hört nicht auf. Das ist eine große Klasse, Digga. Ey, wie funktioniert das Schulsystem hier? Gibt's hier sowas wie eine Grundschule? Middle School ist zum Beispiel Ned, wie heißt die Schule von Ned? Poke Middle School oder so heißt das. Holland, wie lange dauert das? Yeah. KK. Mann, stell dir vor, wir wären mit KK hier. Oder KK, als ich erfahren habe, dass KK King Kong heißt, geisteskrank. KK war wirklich. Oder dieser Arm war eigentlich crazy. Wir hätten ja, da bleiben sollen. Das war so lustig. Ja. Ich wollte auch da schlafen. Aber stell dir mal das vor, mal 10. Ja, das war ja. Habt ihr schon alles schon das Video gesehen? Stellt euch mal vor, wir wären an einem Tag gewesen, da wo nicht so eine Dayparty gewesen wäre.
und die wären alle feiern gegangen abends. Die haben halt schon tagsüber gesoffen dort alle beim College. Deswegen waren die bestimmt so abends chillen. Hätten die tagsüber nichts gemacht und wir wären abends einfach wirklich so mit richtig vielen so zueinander gekommen, das wäre so lustig, also noch lustiger gewesen, glaube ich. Okay. Aber war schön. Ich fand's perfekt den Abend. Ich lieb die alle. Schaut dann an Youngblood, wie heißt sie? Courtney. 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 Courtney, die Geburtstag hatte, sie heißt mit Nachnamen Youngblood. Youngblood? Wirklich? Also wie Blatt. Und sie kommt aus Compton. Und sie ist schwarz. Ab von New York, Compton. New York, Compton? Ja. Sie kommt aus New York, glaube ich. Compton ist hier. Ja, hier auch, aber ich glaube, sie kommt aus New York, Compton. Achso. Gibt's noch einen Compton? Ja. Oder? Chat, warte mal. Ah, ich weiß nicht. Hier oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt die Asche aus Compton und egal wo Compton ist, Compton weiß man, Compton ist Compton. Anna und so, die chillen auch die ganze Zeit noch zusammen. Also die sind jetzt Freunde, die waren gestern zusammen essen und so. Mit Ava und so, die ganzen Girls, Courtney, Kilian und so. Die sind jetzt Freunde. Die haben gefragt, ob wir auch kommen, aber es ist halt immer so weit weg. 2 Stunden Fahrt, ne? Bisschen blöde. Sonst hätten wir auch so einen Roadtrip nach Las Vegas gemacht. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, das Ding. Wir haben so viel schon gemacht. Und jetzt haben wir nur noch 2 Tage Zeit, da lohnt sich das nicht mehr, noch so einen Trip nach. Peanut Butter, Banana mit Protein. Oh Lan, du brauchst kein Protein, wenn du keinen Sport machst. Schmeckt halt gesund. Oder man braucht immer Protein, weil Proteine sättigen, dann isst man später nichts. Ich esse aber Burger hier. Schmeckt? Ist stark. Stark? Ja. Was ist das? Warte, lass mich raten. Ja, das ist safe. Nee, hab nicht gerade gesagt. Ist das gleich? Peanut Butter? Ja, Banane. Banane schmeckt nicht. Whey Protein. Lass mich raten. Obvious. Erdbeer. Acai. Was bist du für ein schlechter Errater? Hä, hey, weißt du, wonach schmeckt Acai? Nach Beeren so. Ja, aber ich dachte an der Farbe. Ich hab nach Erdbeer gesagt. Okay, wo ist es denn? Theme Park. Kalle, es gibt hier Bier, was es bei Simpsons gibt. Müssen wir probieren. Noch Bier? Was ist das? Ja. Oh, das Bier, ja. Zum Beispiel. Dafür. Es gibt auch von Harry Potter das Bier. Das heißt? Root Beer. Hölle nein. Butterbier. Ja, genau. Das hatten wir mal bei King Cans. Das schmeckt nicht so gut. Ja, da ist kein Alkohol drin. Das ist kein Bier. Wenn kein Alkohol drin ist, ist Kalle out. Mm-mm. Butterbier, genau. Haben wir das schon mal in London probiert? Mit Whisker Wasser? Ja. Wir hatten einmal. Aber wollte ja Random Candy Shop auch. Maybe am Ende für King Ken's Video herkommen. Wir wollten ja letztes Mal eine Real Life Win Challenge machen, als wir waren. Wir wollten 15.000 Kalorien essen. Irgendwie so 5 Liter Bier trinken. Ich musste alles machen. Diesmal schaffen wir. Diesmal schaffen wir die beiden Sachen schon mal safe. 5 Liter Bier kannst du mir schon mal geben. 5 Liter Bier, 15.000 Kalorien, easy bro, like bro. Bruder, wir haben das Video einfach dann abgebrochen. Wir haben Hotdogs, wir haben schlechte Hotdogs umsonst gegessen und ihr habt umsonst getrunken. Mann, scheiße, Digga. Ich weiß, dass mein Bart fatal ist. Ich hab hier keinen Friseurtermin bekommen. Beim letzten Mal, ich konnte einfach, als ich Basket gemacht habe, ich bin hingegangen. Ich hab easy, das war alles voll leer. Ich gehe jetzt, gestern glaube ich war das. Ich war in 3 verschiedenen Friseuren und die hatten alle keinen Termin. What's good, chat? What's good? I got the camera right now. Right now. Hey, Slow Chat an oder was? Wie viele Leute sind drin?
Chadwick Boseman. Oder Kalle mit seinen Kristallen. Ja, ey, ich kenne keinen Menschen. Bruder, Kalle macht mehr Stories als ich. Was laberst du, Digga? Hä? Wirklich? Digga, guck jetzt. Digga, guck jetzt auf meinen Snapchat. Da sind, ja, da sind drei Slides drin. Machst du da die ganze Zeit Bilder und so? Die speichere ich. Hä, bist du dumm? Du hast bei uns genug Bilder. Was mit den Bildern? Digga, Memories, hä? Nee, Bilder machen jetzt auf einmal darf man nicht mehr, ne? Hast du nicht gesagt damals, als die Travis-Konzert war? Erster Song, Hold the Heat. Kalle war Kameramann. Er hat einfach sein Handy das geholt. Ist sogar, das ist so cap. Und einfach bei Hold the Heat hat er einfach Snapchat sein... Stimmt nicht mal. Bei Gott stimmt nicht mal. Bei Gott? Bei Gott stimmt nicht mal. Kalle. Sag auf. Snap. Du hast keine Kristalle. Kalle, du bekommst auch keine Kristalle. Ach nee. Ich glaube, er will einen Snapchat hier haben. Das ja, wahrscheinlich, Digga. Hä? Universal Studios. Das hättest du auch gerne, das Bild, ne? Nö. Oh mein Gott, doch. Hättest du gerne. Ich mach ihn. Nach Bild für Kalle. Alter. Danke, Bro. Got you, Bro, für Kristalle später. Ey, dumb Hose. Let's go, Germany. Hey, yo, are you guys from Germany? Kalle, sag mal Rohr, dass wir längere Videos machen sollen. Nein. Nee. Ich schwöre, steht da. Leute, der Grund. Ich bin wirklich dabei. Aber der Grund. Der nächste Shopping-Block ist auch 16 Minuten oder so. Das ist richtig. 15, ne? Also 15. Wie kann es sein, dass Döner-Testen-Video besser ankommt als Malle-Video? Malle-Video 2. Noch alles. Wie kann das Döner-Video so schnell ankommen? Ey, das ist mies lecker, ne? Ne? Ja, ich bin auch high. Sei? Mittwoch, 11 Uhr morgens, Digga. Erstmal high in Universal Studios. Voll geil, Digga. Voll, damit die Achterbahn noch mal ein bisschen extra kickt, Digga. Weil USA halt, ne? Und die anderen LA-Videos auch. Das ist das beste LA-Video. Das ist fast wie College. Warte mal, ist das beste LA-Video? Oh mein College. Gott, ich bin euer Jungs, was hab ich gemacht? Wohler. Wohler, lass mal. Er ist einfach aus der App raus. Wie geht sowas? Geht aber nicht aus, deswegen nur aus der App raus. Und dann guckt euch lieber Vlogs an, anstatt Döner-Testen. Das ist viel geiler. Oder ist oder was? Guck mal, ich glaube, du darfst aber nicht filmen. So, mach uns einmal nach vorne. So, wir müssen kurz durch Security-Check durch. Ich mach smart. Außenkamera so hinlegen. Yes. What's up, Chef? Can I take a Willie? Yeah, you can take a Willie. Thank you. That's fine. Oh. Was hattest du an, ja? Nur wegen Handy und Pomone. Ja. Ich hab euch gefilmt durchging, als ihr durchgegangen seid. Das war smart gerade. Was ist passiert? Warum lachen die? Keine Ahnung. Ich hab reingezoomt. Oh. Auf dich. Als du da durchgegangen bist. Die haben nicht gefunden meine Pakete unter meiner Mütze, Chat. Ich hab dir so ein Video aufgedreht, oder? Wo ihr so Leute angesprochen habt. Ja. Das war auch mit dem Regen, ne? Ja. Glaubt ihr, wir finden Abonnenten heute hier? Ja, wir gucken. Win Challenge, einen Abonnenten finden. Mal gruseliger. Screenshot it, Alas. Markiert uns.
Alle, wenn ich rein würde, sag ich. Ja, Karin. Was? Was war bis jetzt dein coolstes Erlebnis hier so? Mein coolstes Erlebnis? Ja. Boah, ich glaube die College Party. College Party ist das Coolste. Smash! Ja. Guck, wie es hier aussieht. Hier sind jetzt die Tickets. Roter Teppich. Von da kommen wir. Guckt euch das an. So. Lass mal Kalle heimlich beobachten, wie viele Bilder er macht. Kalle macht jetzt was Dummes. Kalle macht was Blödes? Cool. Er fragt jetzt nach einem schlechten Bild. Digga, es sieht ja aus wie in Hollywood, Digga. Yes. Drama. Alter, noch der Speckranzen. Scheiße. Der Typ, ne? Und du hast unsere Aura verkackt. Hey, yo, Carla, have you been to WrestleMania? You want to go to Walmart? You want to go to Walmart? Warte, hier sind Tickets. Hey, yo, good one. And every road you take will always lead you home. Okay. Was nehmen wir für, hier sind die Tickets. Hallo. So, es gibt VIP Experience für 400. Das ist sold out, okay? Sold out. Universal Express Unlimited. 290. Alter. Ein normales. Ach, macht euch einfach einen Screenshot kurz und guckt dann gleich. Universal Express. Kriegst du irgendjemand von dem will herkommen? Ich hab natürlich zwei. Um zu sehen, wie viel das kostet. Du kriegst $5 Discount, wenn du unter 1,22 bist. Geil. Das kam für mich, Digga. Also haben wir jetzt 5 Universal Express Unlimited? Was ist der Unterschied zwischen Unlimited und Dings? Unlimited per day. Warte, Unlimited per day Express Access to Parts being rented. Okay. One time per day. How you doing? The Super Animal Class. Express Access. Achso, wir fahren eh nur alles einmal. Hello. Can we get 5 Universal Express tickets? Sure. Are they all together or are they all separate? Okay. Can I have you guys write down your first and last names? That's all I need. Digga, kennst du das? Dass ihr einfach verlernt zu schreiben? Ja, ne? Weil wir nie schreiben. And did you want the unlimited or the one time? What's the difference? So the limited time that you will write multiple times, and the one-time express all write just once. Nur einmal. The normal one. Once. No Saturdays. So, no mass in November 10th. Digga, wo sind die Kirchen? Okay, ey. Kann man fahren nachher. Ich test mal das Wi-Fi. Ey, Kalle, so korrekt von dir. W, Kalle in den Chat. Walle. W. So cool, ja? Chat, auf wen habt ihr gerade gedingst? Was hier? Wir haben alle voll viele Dings geschrieben. Gartenzo. Achso, du hast mir die Kamera gegeben und es war auszusehen da. Ist jetzt nicht so Gart. Oh mein Gott. Ist das geisteskrank. Ich habe mir eine Hose gekauft, Chat. Just for last thing. And then one more? Ah, ja. Dorian. Holland. Bezahlen. Wird bezahlen. Hey,
so cool, dass alles bezahlt, ehrlich. Danke dir. Danke. Gerne, Bro. Man muss auch mal seine Leute einladen, Digga. Ohne Scheiß. Das ist Malik Ali. Ey, ich mach das gerne, Jungs. Kein Problem. Ich bezahle gerne. This is okay. Manchmal muss man aber einfach was zurückgeben. Digga, bist du weird gerade, Digga? Pause. Ich dachte, ich heiße Sidnet, weil ich schreiben kann. Wie lange hast du zu fahren? Scheiße. Sidnet. This one is L or C? C. Oh, Lelik? Lelik oder was? Lelik? Oh, what the fuck? 100 Upload bei WLAN? Das ist crazy. Was? Bei WLAN? Hier ja, im WLAN. Upload. Ja, ich bin im WLAN drin. Doch, schlimmsten Fall. Schlimmsten Fall. Ja. Lol. What the hell? This is a UAD? David? Oh, ja, so mal. AU? Chat, was ist so von Universal produziert? Euer Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie? Ich habe gar keinen Plan, was es so gibt. Schreibt mal ein paar Sachen rein. Rugrats. Geil. Hä? Rugrats. Meinst du so Kinderserie? Ja. Rugrats ist geil. Was ist so deutsch? Was heißt Kinderserie? Alles. Einfach 1250 Euro. 1250 Euro. Leute. Fast and Furious, das ist von Dings? Universal? Ja. Wir waren da überall gestrichen. Das ist auch eine geile Serie gewesen. Simpsons. Rugrats? Wir kennen Rugrats, ne? Nee. Echt nicht? Was ah doch, wenn ich so sehe, geboren? Harry Potter, The Walking Dead. Fast ah ja, die Furious, haben was The Walking Dead. Minions. Back to the Future, lol. Kennst ja. du Back to the Future? Mit diesem Auto, was ja. Knossi hat. Ja, ist so stark. Transformers. 1250 Euro ist crazy. Ich glaube auch so, stell mal vor, du bist mit, nur mit deiner Tochter oder so Familie unterwegs. Schon einfach teuer? Urlaub. Schon teuer. Das aber ist auch ein Erlebnis mal, so. Ich sag nicht mal, dass es sich das lohnt. Was? Was nicht? Normaler Eintritt kostet 160. 160? Ich sag nicht mal, dass sich das lohnt. Das ist halt typisch Hollywood hier so. Okay. Das ist halt das Besondere an Hollywood. Make sure you guys look for the sign. Was? Teurer mittlerweile. Was? Hansa Park? Ja, teuer. Phantasialand ist so mein Favorite in Deutschland, dann zahlst du so 50, 60 Euro. Und ich sag, Phantasialand liegt mindestens jetzt, glaube ich, bei 100 Euro. Nein, ich sag 60. Also, ich war letztes Jahr. Was? Nicht verlieren. Wo brauchen wir bei den Rides? Oder Chad? Du bist Harry Potter. David, schön. Du bist Pat. Ich bin ein Hund. Ich bin Jurassic Park. Digga, nicht mal einfach so ein Bass anhängen für das Geld, Digga. Ich wäre Harry Potter. Nein, das ist personalisiert. Ich will Harry Potter sein. Ey, nicht verlieren, das sind unsere Pässe. Ich werde das nicht verlieren. Europa-Park war ich auch noch nie. Weiß ich nicht. Das hier ist ja nicht ein normaler Vergnügungspark. Das ist hier full Attraktion halt so. Ja? Ja. Achso, wir müssen mit unserem Ticket hier rein. Hier ist mein Ticket. Wo muss das ran hier? Achso. Hier ist eine kleine Schlange. Was ist das Ticket? Da vorne ist Größencheck, Highcheck. Was sagst du? Glaubt ihr, Kalle passt hier überhaupt durch? Hallo. Come on in, love. Thank you. You're welcome. So. What's the first thing we do? Wir laufen, gucken uns hier an. Was ist jetzt los? They're all from Germany, I'm from here. Oh, I live here. Hallo. So put in a bunch of Germans. Okay. Das ist richtig Amis. Das ist nicht Mario und das ist nicht Luigi. Das ist Luigi. Du sollst nicht Luigi sein. Hä? Und dann was lassen? Ja? Das ist Marilyn Monroe. Lol. Kalle. Marilyn. Marilyn. Was? 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 Marilyn Monroe. Oh,
Digga, Kussmund gegeben. Ey, das ist crazy. Das ist crazy. Ist das hier so, guck mal, Jungs, Rex, ist das so, was hier abgeht? Nee, ich auch, Mann. Er hat die Instagram. Das ist krank. Hello Kitty Store. Und dann war die, halt, zieh deine Hose aus an Hello Kitty. Hast du sie gefilmt? Ja. Sie meinte, what's up, sweetie? Sie meinte, oh, you're so sweet. What's up, sweetie? Yeah. Ey, ja, da oben gibt's diese eine. Komm mal, Chat. Oh mein Gott, lass mal einmal nehmen. Wir haben einen Stern. Ey, guck mal da oben. Die fucken immer ab und schreien da raus. Ja, Mo. Wir rufen einen Selfie an den Namen. Krispy Kreme. Krispy Kreme? Alter, was ist das für... Wie stark das alles aussieht, aber... Winken die zurück? Die interessieren sich nicht für uns. Hallo! Wir sind aus Germany! We should go grab some Kölsch beers later or something. Yes! Yeah, we'll go get some schnitzel and we'll... Schnitzel, yes! Ich gib mir sofort alle Teile. Gib mir sofort alle Teile. Er sagt eine Schlange. Du darfst wieder den Anschluss. Wie er sich anstellt, Junge. Wuse Nase. Das sind meine königlichen Füße. Gib mir sofort alle deine Erdnüsse. Ist das krank? Marissa! Ey, die denken sich, wir haben dicke Damage, ne? Was ist los mit dem Typen? Der freut sich einfach. Da ist einfach ein Mitarbeiter, der nur Fotos macht? Digga, der macht mir irgendwelche Anzeichen. Denkst du, ich verstehe das? Was? Ein Foto. Riede ist gleich dran. Was? Was? Hey. Hey, oh, was kommt denn? Uh-oh. Oh. Okay, we're gonna try that one. Okay, this is gonna be difficult, guys. Warum redet ihr nicht? Okay. Hey, yo. We're doing it on the count of three, guys. Are you ready? Okay, if you guys step back, please. Okay? Step back. One, two, three! Yay! Yeah, geiles Bild, Alter. Nice. Hey, neues Instagram-Profilbild wurde geschossen. Hey, was soll das? Ey, das sind Kinder, die Spaß haben hier, Mann. Was macht der auf den Kopf? Der hat es. Warum was? Oh mein Gott, man. There you go, guys. Right this way. Samson. Look, a train's coming. We're gonna miss it. There we go. Kiss him in the königliche Frisa. Frisa. Hey, guys. Man denkt. Go, King Julian. Der macht gang signs. There you go. Yes. Yo, yo. Okay.
Well, come on in, guys, everybody. Come on, get in solo. Everybody? Everybody? Oh, yeah, guys. Okay. Can we jump? Again? Yes, good. There you go. You come in. Hey, hey, sir. You come in and check. I'll get this. You make sure these are around. Can you hold this as well with the other hand? I'll try it. Okay. Please don't my kick. Okay, right here, guys. Camera number one. Camera number two. Let's see what we got. This is a video. It's a video. Well, camera number two is all screwed. There we go. Marisa. Thank you. Thank you. Kick Julian. Stark. Alter. Von wem war der nochmal? Junge von Madagaskar. Junge aus Madagaskar. Ach so, lol, stimmt. Kennst du nicht King Julian? So? Der hat einfach gehalten, hat fast den Stream ausgemacht. Alter. Der fliegt gleich weg. Hast du gesehen, wie er dich gefunden hat? I'm killing her. What's up, guys? Hey, this. How you doing? What's going on there? Alter. What's up, man? Alter. You need help? Das ist krank. Klipp das mal, schick denen das mal, das ist respektlos, ne? Guck mal, wie er mich auch wieder... Hättest du es einfach jetzt totgeschwiegen, es wäre vorbei gewesen. Warum muss Clip? Warum klippt das? Das ist Shrek. Oh, shit. Okay, let's go. Wo kommst du so? Wo gehen wir hin? Gibt's so eine Map hier? Bestimmt irgendwo. Ich mach jetzt, glaub ich, erstmal die Brusttour. Ist das schön? Ja, ja. Welcome to Springfield. Springfield! Alter, Springfield ist zu. Ah, guck, guck, guck. Das ist ein Gänsehaut-Moment für alle Harry Potter Fans jetzt. Guckt euch an. Das ist Hogsmeade. Hogsmeade und im Hintergrund Hogwarts. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ich hab schon wieder Gänsehaut. Ich hab wieder Gänsehaut. Jedes Mal, ich schwöre, es geht nicht anders. Guckt mich an, ich hab die Haut von Gänsen. Alter. Ich hab die Haut von Gänsen. Das ist ja wirklich Gänsehaut. Junge, jedes Mal, wenn ich hier hingehe, ich krieg immer Gänsehaut direkt. Alter, laufen wir noch nicht durch. Da ist der Hogwarts Express. Boah. Das ist so geil. Was ist da? Mario Kart. Jurassic World. Jurassic World bin ich noch nie gefahren. So, wir gehen jetzt nach Springfield, Leute. Wir gehen jetzt nach Springfield. Edis will Dorian packen. Oh mein Gott. Was? Edis will dich packen. Nein. Hat er schon gesehen? Weißt du noch, was er gestern meinte, Dori? Was? Dass wir irgendeinen Breiteren finden sollen als so, ihn. Ja, der, und der den dann auf Edis packen. Hetzen sollen. Das meinte er gestern off-cam. Nice. Von Simpsons, diese Donuts, 10 Bucks. Ja, normal. Alter, der ist aber riesig, guck mal. Alter. Fetter Donut. Boah, Alter, was ist das? Hier waren wir mal Bier trinken. Hier gibt's Dorfbier. Ich nehme sie. Alles gut. Ich bin leider nicht so ein Simpsons-Fan. An alle Simpsons-Fans hier, viel Spaß. Wer feiert Simpsons? Eins in Chat ja, zwei in Chat nein. Ups. Eins, eins, eins. Viele Einsen. Ich finde, wenn man so eine Folge von Anfang an mal guckt, dann ist es okay. Aber wenn man so irgendwann reinschaltet,
Dann habe ich es nie gefühlt. Krusty Burgers. Krusty Burgers. Da links ist noch der Stand mit dem Basketball. Ja, das ist er. Hier ist Duffbier, aber das schmeckt nicht. Ey, wie cool ist das? Also was ist das für ein Content? Ich kenne keinen kein Simpsons. Hast du Simpsons geguckt? Ich kenne Krusty den Clown. Mann, zwisch mich wie ein Keck. By the way, danke an alle Subs, etc. Vorlesen wird aber schwer. Aber Dankeschön an alle Subs, an den Follows. Checkt die Jungs ab, lasst Subs da. Support das Ganze. Wir sind bald wieder zu Hause, dann gibt es normale Streams. Aber deswegen genießt das. By the way, Chat, diesen Sonntag, wenn ich zurück bin, habe ich auch einen Special Stream geplant. Also. So, hol mir nicht. Was ist diesen Sonntag? Wann fliegen wir zurück? Samstag. Nee, Freitag. Also übermorgen. Das ist wahrscheinlich Chat. Übermorgen fliegen wir back. Samstag sind wir in Deutschland. Genau, weil du musst 12 Stunden. Ja, ja, ja. Ja, darfst du raus. Ich bin letztes Mal, habe ich mir irgendwo ein Corona geholt und so eine Dose und bin damit hier rumgesteppt. Das war's. Hä? Ich glaube, hier gibt's hier ein Bier. Ich glaube, morgen arbeiten wir. Guter Call, Jungs. Krass, was gemacht? Es ist hier 12.15 Uhr. Einfach Asteroid. Guck, wie geil das aussieht. Da geht's runter zur zweiten Hälfte vom Park. Digga, es sieht hier aus, als ob wir in Springfield sind. Oder als ob wir in Hollywood sind. Eigentlich fangen wir mal mit der Studio-Tour an. Diese Bustour fangen wir eigentlich immer an. Das ist ganz am Ende. Ist gerade auf hier. Ist immer auf, Mike. Was wollt ihr als erstes machen? Entweder die Tour oder hier rein und dann die Tour. Was ist das da? Dann geht's runter. Erstmal machen wir oben alles. Ja, lass die Tour. Und da sind die Abonnenten. Oh. Guten Tag. Ey, Challenge geschafft. Kalle, nimm mal. Erste Win-Challenge geschafft. Warte mal, hieß der Krustyland. Ja, genau. Alter, wie sieht das aus? Genau. Yes, Rohat ist nur Kameramann. Yes. Gutes Bild. Malle Kalle. Ja, was ist das, Calvin? Malle Kalle. Rohat guckt immer so auf Bilder, hätte er gar keinen Bock auf seine Fans. Würde ich mir aber denken, wo ihr im Prime lasst. Ey, Brother! Simpsons Ride! Also, erst entweder machen wir, sind jetzt hier kurz, Krusty Land, oder wir machen die Studio-Tour. Español? What is Español? No hablo Español. Schön. Boah, diese Studio-Tour, war das mit diesem. Guck mal, wie er läuft. Ja, er läuft wie so richtig unbeweglich. Kennt ihr diese? Es gibt einmal so einen oberen Bereich hier und einen unteren Bereich. Yes, sir. Das zeigt so die ganze Historie, was hier schon gedreht wurden für Filme, bla bla bla.
man kann so vergleichen, wir sind so normale Busse, normale Menschen, und Rohat ist so ein Gelenkbus, der noch in der Mitte hinten so ein, kennt ihr diese Doppelbusse, wie er läuft? Ja, Mann. Ist das nur eine Fassade? Mach einfach. Ihr seid so schlecht. Was soll er sagen? Ja. Ihr seid so schlecht. Ich kann euch vorstellen, wir sind so normale Busse und Rohat ist so ein Gelenkbus. Ja, weil er so unbewegt, so komisch geht. Ja. Loki. Ja. Ja. Wieder alles. Guck mal, er macht sogar selber. Ah, wieder. Oh. Du bist ein Gelenkbus. Hä? Stell dir mal checkst vor. Checkst du nicht? Wir sind so Fahrräder. Das war warm. Boah, das ist so ein gelenkiges Fahrrad. Warte. War kam gerade ein Arschkopf, Digga. Ich hab noch nie so einen Arschkopf in meinem Leben. Na, oh mein Gott. Dein ganzes Leben ist ein Arschkopf. Mann. Chat, was hat er gesagt? Ich hab nicht mal was. Oh nein, Hütter, das ist nicht. Halt mal kurz ein Foto mit ihm. Muss jemand auf Klo, bevor wir eine Stunde unterwegs sind? Stunde! Eine Stunde in der Knolli! Germany. Excellent. Is it your first time here? Second, how long since your last visit? I think 1 year. 1 year? Yeah. Excellent. Welcome back. Traffic, is there anything you're most excited to do while you're here today? Meeting you. Oh, you're too kind. You're too kind. Well, please, let's get the meeting. I'm waiting. Dann Dori, wo filmst du hin? Sinne hat gerade geredet. Ich hab doch nicht erzählt, so nah. Er hat vier Kalten gedreht. Sinne! Ich wollte eigentlich nur ein Foto. Aber cooler Typ. Thank you, Knolli. Goodbye, Knolli. Knolli. Ey! Ich schwöre dir! Rede, wie oft kann man aufs Klo gehen? Ne. Geht der aufs Klo? Muss irgendjemand eine Stunde auf der Fahrt, Digga. Nein. Ich bin nicht hoch, Leute. Popcorn ist geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Hallo, Mann. Bruder, das ist crazy. Hast du es nicht gemerkt? Hast du das oder der da? Ja! Yeah. Oder? I'm not gay, what the fuck? I knew it! Kalle wollte gestern unbedingt, nachdem wir essen waren, nochmal zu den Gay-Bars. Ich lüge nicht, oder, Rohat? Was? Kalle wollte gestern nach dem Essen, wir waren schon zu Hause vor der Einfahrt. Und Sydney und Kalle wollten nochmal zu den Gay-Bars. Wir waren schon zu Hause. Naja, ja, ist doch valid. Ja, ja, ich sag, aber es ist keine Lüge, weil er gerade so tut, als würde ich hier cappen. Ich wollte auch hin. Ich wollte auch hin. Und dann
Er will wieder Bier. Nee. Und du bist ein Alkoholiker. Du bist ein Fass ohne Ende. This one, this one. Big five. Okay, two of the big ones, the golden ones. Wollt ihr noch was? Haben die auch so normale Getränke? Ja. Was haben die? Kalle, geh mal weg. Coke Zero. Hol euch mal einen Churro. Was? Jungs, holt euch einen Churro. Ist es mit Zucker? Ja. Das schmeckt ekelhaft, oder? Oh, you got one? We have... Alter. The red one? Ich geh auf Toilette so lang. Ey, warte. Und hol mal noch einen Churro. We have these, which have the most, and these are 7%. Oh, yes, two of them, please. Two of them? Einfach gesagt, am meisten Prozente. Das ist verrückt. Das ist so krank. So ist sie doch gerade hergekommen. Ja. Sag mal deine. Es ist in einem Restroom. Sag mal deine, David. Ja, jetzt haben wir deine ID. Mein was? Meine ID. I want churro, please. You want churro? And one Diet Coke, please. There you go. Yes, sir. And two Diet Cokes. Two Diet Cokes. Die deutschen Diet Cokes? Oh, okay. I want popcorn, please. Ah, auch noch ein Popcorn. Kalle. Oh, sind das Karamell? Ja. Yeah. I have two of these. Warum sind da Bananenstücke mit? Was that two or one Diet Coke? Two. Riede wirklich auf Klo gegangen? Ja, Riede ist auf Klo. Ich sag schon. Ja, ich mach die ganze Zeit. Genau so. Snacks. Yes. Warum machst du das wieder? Doritos. Miss Vickys. Was? Passt schon. Riede, 7%. Riede schmeckt doch bestimmt nicht, Digga. Von wem? Das haben wir morgen erst zu. Wer wollte das? Was für ihn? Aber so einen trockenen? Normalerweise gibt es noch so einen Nutella-Dip. Zimt. And two Diet Cokes. Das ist ein Quatsch. Nimm mal eure Coke. Ja, aber... No, thank you. Kalle, das Ding, was hat er geholt? Can we drink it in the public here? Wo ist der Schreuer vorher mehr? Kalle hat... Sydney! Yeah. So, jetzt gibt es eine Rundfahrt und wir zeigen euch, was es hier alles gibt, wirklich, und führen euch ein bisschen herum. Ja. Sydney, er hat einfach gesagt, gib mir das, was am meisten Prozent hat. Ja, ich merke, oder was ist das? Ey, der hat mir den Auftrag gegeben. Wie ist wohl? Ja, mit dem meisten Prozent. Corona einfach. Oder wir haben jetzt einen Ballast Point. Hast du schon probiert? Oder? Schmeckt das? Das ist Bier mit 7%. Echt? Als ob Bier. Richtig will. Probier mal. Das ist Mango oder so ein Kack. Als Keller ab. Can I join with my. Kalle. Alter, ist das ekelhaft. Ekelhaft? Alter, Kalle. Und dann hat er mich doch bezahlen lassen. Augen zu und durch. Double one. Jetzt gibt's eine Fettentour. Oh Mann, Digga, ich hoffe, das ist da. Oh, what's up?
remain seated and do not exit the tram on your own for any reason. Echt jetzt? Ja. Ich bin so scheiße. Also, zeig mal nochmal das Produkt. Kauft euch das niemals. Bruder, da ist ein Fisch drauf. Was denkt ihr denn? Junge! Wie? Wer will die? Ja, Griffi. Wer will die? Rell out on me, rell out on me. Schmeckt gut, schmeckt gut. Digga, warum machen die denn hier so Jogging-Tour, Digga? Was? Chat, was geht ab? What the fuck is up? What the fuck is up? Oh, Digga, wozu Brille? Nase zu groß, Digga. Wozu die Brille? Schutzbrille? What the hell? Digga, ich seh schon drei Digga. Der kotzt gleich. Ich finde Bier schon so ekelhaft. Ich mag auch nicht. Was ich mich frage, also es ist so schlimm, dass Kalle es wegschmeißen will. Ich finde alles an Alkohol schon ekelhaft, aber das hätte ich. Er sagt wegschmeißen oder durchziehen. Badiger. Oh, die nächste Ladung. Wait, guys, wait. Was gibt's für Tour? Let's go! Ich glaube, hier ist geil, aber man kann rauslehnen. Bisschen auch. Good afternoon. Good afternoon. Hello, sir. Yes, hello. How are you doing? Hi, how you doing? Good. Welcome on board. Welcome to Universal Studios Hollywood, and welcome aboard our 60th anniversary studio tour. Yeah. We're going to get underway here in a few moments, but in the meantime, my name is Robert. I'll be your guide today as we head. Robert. Hey, hört man alles, Chef? Verbindung ist richtig gut auch. Ja, müsste man hören. Der wird uns immer so Sachen erklären hier, wo wir gerade durchfahren und so. Okay, so, my name is Robert, folks. I'll be your guide as we head out to the lot. For the next hour or so, we'll be going behind the scenes of one of the world's biggest and busiest production studios. Today is no exception. We're doing some filming here for season 3 of the streaming series Veil Air, which streams on the Peacock streaming service. We're going to get kind of close to the set, so close there's a chance of my amplified voice ending up on their soundtrack. So to prevent this from happening, I'm going to go into something called a quiet zone. I'm going to have to go off the microphone. They got einfach sein eigenen streaming setup here. Guck mal seine Stream Cam an, Digga. At which point you'll be seeing things like our quiet zone graphic here on your screens. But in the quiet zone, everybody, you can talk quietly amongst yourselves. You can take pictures and shoot video. Take pictures? This only applies to me. You folks can do whatever you want. By the way, typically, the Ventlock sets are an undecorated blank canvas until productions choose how they should look for a specific show. But in celebration of our 60th anniversary, much of this studio lot is camera-ready and filled with surprise photo opportunities. So, before we get too far, also, I'd like to review our safety rules. First of all, please try to move all the way to the right side. Danke, dass wir sowas erleben dürfen. All of the available seats. If you have any small children with you today, please keep not reach the floor. Now would be a good time to move them toward the center of the tram. Please watch your hands and feet as the tram gates are closing. We have some room for a few people in front. We get a few seats here. We get three seats here, so any parties of three or less, you can join us in front. Sieht man die Aussicht auf der Kamera? Und wir sind hier in den Glasses.
If you need a new pair, if you don't know what I'm talking about, don't worry. Just raise your hand or get the attention of one of our team members here on the left. Everybody has these. Okay. At this point, I'm going to recommend that you don't wear the glasses. They're not going to augment or enhance anything. Ja, mir ist scheißplatz hier. Wir dachten, wir sind hier cool mit letzte Reihe. Oh nein. Where we're going to put the glasses on. We'll make sure that you know when it's time. Also, if you need guest assistance, if you have a medical emergency, if you drop something of value off the side of the tram, or if you have any sound or video issues, reach out and grab the red support. War irgendjemand schon mal hier in den Universal Studios? And I'll be back to assist you as soon as it's safe to do so. Celia kann sich nicht konzentrieren. Otherwise, during the entire tour, please remain seated, keeping your arms and legs inside the vehicle at all times. This studio is cool, wenn wir letzte Reihe sitzen. And if at any time during the tour, that you drop your phone or you just can't wait to use the restroom, pull the red cord to get my attention. I'll be back to assist you, but yes, do remain seated. Please, no smoking. Yeah, this studio is private property, so like what is it? Pull the cord, folks. Also, please, no smoking of any kind during the tour. Be prepared. Our tour today features loud noises, sudden movement, fire effects, and many water effects. You want to have your cell phones and cameras out for great photo opportunities, but keep an eye on them so they don't get wet. Unless you have a GoPro, in which case, yeah, don't worry there. And finally, for your safety and for the safety of those around you, again, please do not use selfie sticks while you're on board. We're going to see some cool stuff on the including something we don't always see. A mural created a few years ago by a local LSD artist, Krista Eaton, and features the famous Universal Movie Monsters. A little part of the process of designing these murals was getting to go to the Universal Archives. Going there, I got to see in person props from the movie, photos from my original illustrations from those movie posters, all this stuff. I had an early affection for movie monsters. I was always fascinated by the magic behind making movies. But I fell in love with zombie movies and monster movies as a young kid. My world that I come from is skateboarding, DVDs, and comic books. You always have to pay homage to where that art form started. And for me, it started just getting stuck in the street illegally. You know, attacking billboards and dumpsters. Without that, I never would be here spending like this. And we're off. All right, let's get our 60th anniversary studio tour on the road. Help us kick off our celebration. Here's our mystery ceremonies and the host of this night show, Jimmy Fallon. Hi, I'm Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Welcome aboard the world famous studio tour. I know what you're thinking. Why the tux? Well, we're celebrating our 60th anniversary. That's right, 60 years of glitz, glamour, and our own great white shark. As we celebrate our diamond anniversary today, we'll pay tribute to Universal's past, taking behind the scenes to discover why this studio tour is world famous. So whether this is your first visit or your 60th anniversary, hey, Chad, hört ihr das, was er redet? Ich meine, ich höre das hier. Our founder, Carl Lemley, invited the public into the studio to watch silent movies be created. Yes, it can offer the 77 marvel of the technology involved in filming. But with the advent of sound and the need for quiet on the set, the virtual walkings were ended. In the 1960s, under the leadership of company chairman Lou Wasserman, executives Al Gorsman and Jay Stein, the idea of reviving a tour of the studio returned when the Great Line Russell was originating in Hollywood. Stop at our gates on July 15, 1964. The first one of the Universal Box and the world-famous studio tour was born. We started with two drivers, two guys, and one ticket seller working out of a trailer on Lancashire Boulevard. And from there, the studio tour expanded with fantastic one-of-a-kind Hollywood elements like the jetzt kommen hier die ersten Filme, die hier gedreht wurden, ausgezeichnete Filme. Of 20,000 pieces of the scene for Disney.
fantastical design. Of our 36 stages. Also, remember the Crossman, the studio German there back when we used to do the tours in the 60s. We have our Crossman building. It's not us here. I think it's a problem. Filming for our 11th Oscar winning. Oppenheimer war der letzte Film hier. Das wurde hier gedreht? Nein, das wurde von University gedreht. Ja. Hey, das ist die Straße in GTA, ne? Nein, nicht das, was du meinst. Nee? Das ist Warner Brothers. On the tram. But the 1980s, this is home to the preview center, a popular stop on the tour that included the special effects stage, an interactive show that featured actor Robert Wagner as his video co-host. As Robert Wagner, some of you folks know him also as number two, who's the host there for the special effects stage. On your left, we have some more examples of sound stages. That's just good. Here's our next guest from the Peacock series, Bel Air. Jabari, thanks, and all these shoulder time. Leaving the theme park behind and entering the front lot where real Hollywood magic is made. How? Well, inside the sound stages that surrounds us, you can create any kind of environment you script demands. Where for the past 60 years, studio tour visitors have driven right by these buildings and inside When we film Bel Air, we love coming out of the sound stages and seeing the trams filled with excited guests as they drive by. So, keep an eye out. You never know. Or what? We'll see you on the studio tour. Speaking of television and the 21st century medium of streaming, Universal, NBC, Universal, Peacock, etc. Except, versteht ihr den? Mein Arsch hört ihn nicht. Okay. Hier in diesen Hallen sind immer verschiedene Filmkulissen. Als ich mit Hertha hier war, da durften wir in eine rein. Da wurde gerade dieses Supermarket gedreht oder so. Das gibt's auf Netflix. Wie heißt diese Supermarkt-Serie? The Shop, The Store, The Supermarket, keine Ahnung. It's a production that's coming from Michael Shore Productions. Michael Shore was the brains behind Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, and The Good Place, also starring Ted Danson. And Elastic Spies has been filming in stages 18 to 19, coming up on the right here. Also coming up on the right. Oh, two of the tickets. Superstore, ja, das. Genau da, ich war in der Kulisse drin und man durfte halt nichts anfassen, was da drin ist, damit man nichts ändert. Illumination Entertainment, next exit. Illumination Entertainment is one of our sources of animated content. The Minions! We have an office inside one of the bungalows on the left. Also inside one of these bungalows, we've got Chad Berry, at the 60th. One of these offices is home to the offices of Mark Platt, the producer of the Broadway hits Wicked, Dear Evan Hansen, and the upcoming Wicked movies, with more of the bungalows here. Das ist so krass, das ist alles. Das ist nicht nachgebaut, das ist hier.
In the early days of the studio, these bungalows were used as dressing rooms to the stars of Hollywood's golden age. Hier haben die Stars gewohnt. His offices were some of Hollywood's top directors, writers and producers worked their magic to get a production ready, including my company, Illumination. Also das waren so die Unterkünfte für die Schauspieler und Regisseure und so. Successful animated films in box office history, including Despicable Me, The Lorax, The Secret Life of Pets, Minions, Sing, The Grinch, and the Super Mario Brothers movie. And the team is hard at work again as we launch our next film, Despicable Me. Es ist voll interessant, sowas zu sehen. I know you love your dada. Go up there. Yeah, we're going to love you. We just want to go to space. We've had some really good sequences in Despicable Me movies. The heist of the honey badger is now officially my favorite. Folks, we're going to be heading onto the back wall here. This time, because of the filming of Bel Air, we're going to go off the microphone and put the phone down also. Hello, sir. No. This is a bottom of the day. The lack of the script. Oh, my camera. Das vor mir ist Dave. Dave. Say what's up, Dave? What's up, brother? What's up, brother? I speak German too. Yes, sir. Me too, if you're wondering. Let's get up, Jungs. Over here. Okay, let's go very fast in the Furious. Alles? Machst du das? It's alright, it's alright. Chat, wer macht Fast and the Furious? Bei mir schwer. Nein. Stefan, es gibt die Party, man kann da rauf. Jeden Abend. Oh nein, das ist Godzilla. Wer filmt? Hallo. Zieh deine Brillen auf. Ey, schreibt man sich hier? Jurassic Park. Hallo? Es ist full dunkel, Leute. Full. Genau. Wir können niemals Jumpscare sein, weil hier keine Kinder sind. Warum können wir das nicht sehen? Okay, glasses on, everybody. Kannst du das filmen? Nee. We're back in Skull Island. Okay, es klappt nicht. Alles gut. Zeig euch so. Ich versuch immer drauf zu halten. Ich weiß. Wir haben jetzt die drei Säbelchen auf. Digga, wie lange fahren wir ins Dunkle, ja? Ich hab mies Angst. Oh, Abo. Hallo. Komm, wir denken jetzt mit 3D-Brille. Wir sind gerade hier. Wir sagen jetzt schon, es wird ein Jumpscare geben. In der Natur durch den Dschungel. Abo. Oh mein Gott. Alter. Rechts. Junge, Abo, ich bin nass. Das war seine Spucke. Wer ist denn der? Abo! Wer ist denn der mit der Rechte? Was wollt ihr, Mann? Was ist denn der? Ja, Sidney! Oh,
Abo. Leute, der Bus bewegt sich. Abo. Alter. Au. Wir fallen hier fast hin. Ich hab die falsche Brille auf. Ich hab Balenciaga-Brille aufgehabt. Aua. Oh mein Gott. Abo, wir fallen runter. Wir fallen runter. Ah! Mein Bruder hat uns angesabbert. Wir werden nass. Der Bagger weh. Abo. Alter. Abo, wie geil ist das denn? Abo. Ah! Geht das? Abo. Ladies and gentlemen, King Kong 360 3D, one of the world's largest and most intense 3D experiences. Thank you for the glasses. Thank you for the glasses. We're getting used to the first time of the tour. You've been filming a male air, and I'm going to go off by myself with the air. So. Also, ignorieren wir das mit Sydney ist da und so. Wie fandet ihr es? Digga, das war so geil, ne? Also wie realistisch, ne? Als ob man so im Dschungel wäre. Boah, da vor mir stehen. Man wird nass, 3D, plus diese Wagen. Ja, ihr wisst nicht, wie doll der Wagen so hin und her wackelt. Bruder, wir mussten uns richtig festhalten. Vor uns sind zwei kleine Mädchen, ne? Bruder, das zieh nicht aus dem Gesicht. Ja, wir können ja leben. Die haben auch gar nichts gesagt. Keine Reaktion. Ja. Ich musste mich richtig hier so festhalten. Krass. Immer wieder cool. Einmal 360 3D war das. So, hier sind jetzt, hier seht ihr so, oh fuck. Ich habe die Tour schon gemacht, deswegen kann ich auch ein bisschen was erzählen. Das sind so künstlich aufgebaute Städte. Das sind alles Pappdinger. Aber die lassen uns glauben, dass es echte Städte sind. Und da können die dann so Sachen filmen. Da fahren wir auch noch gleich durch, glaube ich. Und die vor mir ist fine as hell. Aber sie hat zwei Kinder. Sie ist ein doppeltes MPA-11. Was? Was? Abo. Hey, Junge, das Ding los? Ich mach so. Ich merke irgendwann, ich habe meine Balenci-Brille auf. So, jetzt brauchen wir die, glaube ich, nicht mehr. Obwohl doch, es kommen noch mehr so eine Sachen. Wie viel Uhr habt ihr? Es ist 13 Uhr gleich. Ja, Chat. Eintritt, wir haben halt die Full Experience genommen. Es kostet 250 Euro oder so. Aber das Gute ist, wir können euch zeigen. Wir können euch alles zeigen und ihr könnt dann gucken, ob ihr das braucht. Guck mal hier. Das ist einfach ein Fake-Haus. Krass aussieht. Hey folks, I am back and to the right of this here is the mural created by Tristan Egan featuring some of the famous Universal movie monsters like the Frankenstein monster originally played on film here at Universal by Boris Karloff. And she finds 52 pro Person, ja. Also Dr. Frankenstein played by Colin Clive. So, hier wohnen dann die Schauspieler drin, in so einem Wohnmobil, und da die Stage ist das, wo die drin filmen. Here in 1974, we added the parting of the Red Sea to the studio tour, inspired by the classic film The Ten Commandments, a Paramount picture. The star of the movie, Charlton Heston, made an appearance to part the waters for our guests. The glamour tram seemed to drive right through the lake to give everyone on board a sea-level view. Guck, das sind so Filmkulissen von speziellen Serien oder Filmen. The Straße hier, Steven Spielberg Drive. Part of the action here in the lake. Speaking of monster movies and the lake, we're not the only ones celebrating an anniversary this year. 2024 also marks the 70th anniversary of the 3D classic Creature from the Black Lagoon, which filmed here in our Hollywood Ocean. It's part of our legacy of horror films and monster movies that stretches from
Dracula in 1931 to the upcoming Dark Universe Epic Universe opening next year in Orlando. Now we're approaching Little Europe, where it all began. The Little Europe set's coming up on the right here, provided the setting for many of these classic monster movies. Like a Dracula with Bela Lugosi. These sets also appear in the weirdest places not even part of our physical world, such as The Afterlife in Michael Schur's The Good Place, an NBC series with a classic spies Ted Danson as Michael and Kristen Bell as the late Eleanor Shellstrom. You, Eleanor Shellstrom, are dead. Cool. The location. Is that for the yogurt? I have never ever seen this. You're in the good place. Oh, girl! Also das, das hier ist gerade, hier wurde irgendein Film gedreht, keine Ahnung welcher, aber ja. Where you hear the monster, you can't see him. To the right here, we're passing by the Court of Miracles, named for yet another Lon Chaney film, The Miracle Man. And coming up on the left, this house, custom built back around 2012 for the reality series The Home and Family Show, which aired on the Hallmark Channel. That is, it aired on the Hallmark Channel where they're not airing one of their holiday movies. It's an example of a practical set with a complete interior and exterior. It's also used for some scripted shows. In fact, it'll be appearing in the upcoming season 3 of Bel Air. And in front of us, let's get that loose. You might remember that last year we closed the Earthwing attraction that stood on this part of the loft for decades. This is going to Walmart. This new unrivaled state-of-the-art soundstage that is already in high demand. And yes, there is filming going on inside. Right now, we made arrangements with production to travel through these sliding doors here to see what happens inside of a stage. So once we are inside, everyone, please remain seated. Keep your arms and legs inside. Hang on to your loose articles. This has been decorated for a highly anticipated production. So titles, I think it's a ticket machine heist. It's Hollywood's only two-level soundstage. In a moment, you can check out the detail. The first floor is decorated like a subway station. This is a hot set, meaning it's completely decorated, locked for picture. Not an idea. Bring it up. Come on. Ah, nee, es ist nicht Fast and Furious. Guck mal hier. Oh mein Gott, was ist passiert? Warte. So ist zum Beispiel so eine U-Bahn. Das ist ein künstlicher U-Bahnhof. Die gehen nicht in den U-Bahnhof. Die filmen sowas hier. Achtung! Alle, wir brauchen keine Brille. Yes, the cast and crew are taking a break. But in the meantime, again, keep those arms and legs inside, hang on to your stuff, and make sure you're easy. Oh, hier geht's back los. Was ist das hier? Ein künstlicher Oberhof. Oh, nee, ne? Oh, nee. Let's go to our little California switch we get from time to time. Hey, everyone, this could be the big fun. What's it, hey? Come on.
What? Fach aus, Junge! Alter, Junge, was können die alles simulieren, ne? And cut. All right. You just survived Earthquake, the big one. The attraction originally opened 35 years ago in 1989 and just reopened this spring just for our 60th anniversary with a complete Hollywood makeover, updating all of the props and movie-making equipment, bringing the set into the 21st century. Our attraction was inspired by the disaster classic Earthquake. The movie Earthquake that we're celebrating is 50th anniversary this year. It was released in November of 1974. November 15th, 1974. It starred Charlton Heston, Richard Roundtree, and Ava Gardner in film in our sound stages and on the Metro sets. Here's trivia many people don't know. On a release schedule in 1974, Earthquake, which opened around Thanksgiving, was supposed to be followed by an even more terrifying film at Christmas. Production delays kept that from happening, but eventually audiences got to visit. Da seht ihr mal, was in so einem Hallen abgeht. Sie können da machen, was sie wollen. Oder das war echtes Wasser. Also es war, genau, 5000 Liter Wasser oder so. Was ist das? And we're now approaching also Amity Island from Jaws. Zusammen. So just ahead will be Amity, where every day is like the 4th of July. Especially on Saturday in the park. Amity was a popular New England resort town until they were terrorized by a great white shark. Oh, you see that? That's sick vandalism. The Mayor Vaughn wants you to know that the beaches are perfectly safe and they will be open for the summer season. He told me himself to remind you that Amity means friendship. And the... Da sieht man mal, was in diesen Hallen abgeht. Die können da machen, was sie wollen. Man denkt, es wäre so eine Lagerhalle, wo so ein YouTube-Studio ist, mit einer weißen Wand. Wir haben einfach einen U-Bahnhof da drin und so. Some of which take place at night, such as you see early in the movie where a young woman, played by the late Susan Baccalini, and she goes, "Hallo, wie war das Wasser?" fragen die. Ob es echt ist. Das Wasser war echt, ja. War Fake Wasser. Nein, Chat, die nehmen bestimmt das Wasser, es läuft dann irgendwo runter und läuft wieder oben runter. Oben wieder hoch. Genau, the scene where Richard Dreyfuss as Matt Hooper goes skin diving in search of a lost fisherman. Harry Potter gibt's auch. Es gibt alles hier. Disclosure, that scene there with Richard Dreyfuss. Yeah, that's actually Matt Hooper. It's Richard Dreyfuss and also his underwater stunt double Dick Warlock. Green screen. Nein, chat, das war echt. Wir hätten da aussteigen können. Sets representing the Western genre. To the left here is what's left of a Western filming area known as Denver Street. And to the right, Six Points. And we got Six Points. They're also... Und dann fahr weiter. And the Six Points appears the old west town of Salvation in a couple of episodes of the sci-fi time travel series Quantum Leap, starring Raymond Lee as the time traveler Dr. Ben Sung. He appears Salvation in the year 1879 in the episodes Salvation or Bust and the season one season finale Judgment Day. And these sets also appear in the Sony Pictures production of Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood, with Academy Award winners Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, and from streaming shows like The Mandalorian, Cobb Vanth himself, Timothy Olyphant. So we'll be heading up to Amity here in a few moments. Looks like the Prince, Bait, and Tackle are also wishing us a happy 60th. Filmst du auf meine Fresse? Was? Filmst du auf meine Fresse? Ey, nee, ich bin mein Schwanz. Oh, by the way, yeah, we got my friend, Officer George, he's one of the police divers here. He's currently in the water doing a final check of the harbor before reopening the beaches for summer. Yes, sir. Well, I don't see Officer George, but I do see the police divers boat over there. And, to be nearby. Well, I think I hear some ominous music. There's also a fin of the water. A fin of the water. Oh, wait a minute. There's another. Hi, 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 hi. A
another SR guy there. He's heading for Officer George. We gotta warn him. Oh, but where is he? George, you better get back in the boat, out of the water. Hey, the pool is closed. Oh no, poor Officer George. Oh God, George. We're gonna need a bigger tram. Everyone, please remain seated at all times as we make our way across the dock. That's back. It turns out the shark is still out there somewhere. Just when we thought of the sea. Well, we attached some bait to the yellow buoy over there on the harbor. And Pip goes over the shark this way. He's taking the bait. He's taking the pier. Das macht er bei jedem. Result of the size of the box office when it first opened in June of 1975. And that was really the first time I ever got involved in the creation of a ride. It was a great honor to be invited into a creative circle of tremendous designers. Guck mal jetzt, wie die jetzt wieder alles simulieren können. Einfach ein Regenmonsoon in Mitte Amerika. By building a physical truck that would come out of the water and terrify tourists as they were sitting in the tram. And you must be right. It is exactly as it was from the time it was first placed on the Universal lot. Of course, over the years, but it is essentially what the designers and myself all envisioned and created. That's it, special. Thank you, George, for everything you've done for me. But I will say, consistently, the shark did work much better on the tour than it did in the Atlantic Ocean in 1974. We're now heading into a classic attraction here on the backlot. Here to tell you about it is today's show co-host and weather anchor Al Roker. Time for my favorite part of the tour, weather. When it comes to film and TV, it is truly a special effect. In fact, to demonstrate how weather effects are created, we debuted our first major attraction here on the studio tour way back in 1968. Wenn man jetzt von hier rausguckt, man denkt einfach, es regnet. Warte. Oh boy, everyone grab your thunder, buddy. Oh, the gods have been angered with all the celebration. We had some thunder and lightning and some rain, and I think there's also a flash flood warning in the forecast for the interdeck for the area. Uh-oh, on the left it is. Oh, no, no. A flash flood heading south. Die Isebach muss fließen. Yes. Oh. Now, Alan, we're having some... The flooding is the result of thousands of gallons of recycled water coming from tanks at the top of the hill and in the building there. Here's what the effect looked like in the big fat liar with Frankie Venus, Amanda Vines, and Monte hat wieder den Staudamm gelöst, Leute. Monte hat den Staudamm gelöst. Ich hab Wasser in meinen Mund bekommen. Ja. Das ist kein echtes Wasser. Das ist Fake Wasser. And our tour is now approximately at the halfway mark. So I just want to remind everybody, if you stay seated during the entire tour, the studio is private property, and if you drop your phone or just can't wait to use the restroom, hold the red cord to get my attention, and I will be back to assist you, but do remain seated on the tram. For now, traveling through our 6-point sets that I pointed out to you folks earlier, let's see how many of these Universal Westman stars you can recognize. Just about every one of them walked these streets at one time or another. Ich finde das einfach jedes Mal immer wieder so spannend. Man, es war Spaß mit Fake Wasser. Es war einfach jedes Mal wieder Bock zu gucken. Go
haben noch ein paar coole Sachen hier. Also here we have another example of a practical set. The left there with some repair work being done. That's actually a saloon built for the film Wild Bill with Jeff Bridges. It has a complete interior. And the inside of the saloon. Tour geht noch so 15 Minuten, glaube ich. What you see right there on your screen. Another example of a practical set. Also, yeah, I mentioned earlier that the majority of our sound stages are on the front lot, the majority, but not all of them. Here we have some of our back lot stages, including stages 30 and 31. That's what they're using that for the reality series, The Voice. We're now in the middle of season 25 with celebrity coaches John Legend, Reba McEntire, Chance the Rapper, and the coaching team of Dan and Shay. Also, Chance the Rapper. Stage 33. And voice coach Reba McEntire has been also inside stage 33, working on her upcoming scripted sitcom called Der Weiße Hai wurde wirklich in Hollywood gedreht. Die Attraktion in Orlando gibt's leider nicht. Double shifts here. Being a coach on The Voice and also appearing in the scripted show Happy's Place. We're going to be driving by Amity Island again, and you might also remember it as the town of Cabot Cove, Maine, for the television series Murder, She Wrote. Dame Angela Lansbury as Jessica Fletcher. This is a Lieblingsburgerladen. I have a clip to play you. I'm going to wait till we're closer to the Amity sets. Junge, was? Bin aktiv, du passiv. Können wir uns treffen? Bin in der Nähe und kann auch eine große Hausparty klar machen. Bro, ich will auf keine Party gehen, wo einer ist, der bin aktiv, du passiv heißt. Und du organisierst das. Not. Ich werde nicht auf deine Party kommen, Bro. And coming up on the right is the Chicken Ranch. Another example of a practical set with a complete interior and exterior. The Chicken Ranch appeared in the movie musical Shout with John Travolta, an episode of the original Quantum Leap with Scott Bakula and Beethoven Smith, starring a big Saint Bernard and Dave Thomas of SCTV and Strange Brew. Wie viel Prozent ist diese Busfahrt von Universal Studios? Das ist nur eine Attraktion. Es gibt zwar viele Sachen. Aber wo? Jetzt los. Oops. All right. Whoever pulled the cord, give me a wave. Okay, I'm coming back. Ja, hinten ist ja alles voll bei den Bussen. Nein, nein, das hat schon nie. Ich sag, er hat die Schere, ich sag, er hat aus Versehen gedrückt. Er hat die Schere? Ja. Die Caesar. Es ist gerade irgendein Notfall. Also irgendjemand hat so Bremse gedrückt mäßig. Hoffen wir mal, dass es ihnen gut geht. Es gibt auch so Harry Potter Shows und alles mögliche. Eine geile Wassershow. Man kann so viel noch machen. You cuties. You have to go to Rock House. Definitely. All right, so yeah, coming. We're going to get a vehicle in a few moments for the folks that needed the assistance. In the meantime, coming up on the right, Colonial Street, which was Wisteria Lane on ABC's Desperate Housewives. Okay, it's also appeared. Hey, Desperate Housewives. What's that? It's also been appearing in season 3 of Bel Air. Yesterday. Now from Colonia Street to Lion Estates. Everybody, look at that. There's the Lion Estates signs from Back to the Future and a time machine. You may remember the Lion Estates that was where Tarkin and Clive lived in the Back to the Future trilogy. Maxim, wo bist du? Hey Chad, wer ist alles auch im Bus gerade? One of the executive producers of Back to the Future was Steven Spielberg. Right now we are on Steven Spielberg Drive. This is the Steven Spielberg Drive, which is appropriate because of our Find the lorry, Chad. Sir, he could say he goes all the way back to the previous days.
Was ist, wenn ich hier jetzt so Handy fallen lasse? Sein Arsch sieht nicht aus wie ein Steven Spielberg. Oh. Ich glaube, wir werden gross. Was ist los, Guilherme? To get back on the bus, I waited another 15 minutes until I'm sure the bus left, and then I had the entire lot to myself that day. And in those days, movie lots were so crowded because all movies were made on film lots. Today they're made all over the world on locations, but most of it was focused in those days in the 60s on the film lots. So nobody noticed me when I was going around from soundstage to soundstage, and I really felt in my own young way, I owned the lot. And had the most amazing day of my life. And as Steven Spielberg got his big break here at Universal, directing an episode of Rod Serling's Night Gallery. And one non-directing assignment Mr. Spielberg was given around the same time was to take a young writer on a tour of the studios. The writer had just sold the film rights to his novel, The Andromeda Strain. Anybody know who wrote The Andromeda Strain? Danke. All right. Das gleiche Hausparty. Olan Maxim, nein. His name was Michael Crichton. Michael Crichton, that's right. And then 20 years later, more than 20 years later, he and Steven Spielberg, his old tour guide from back in the day, they joined forces to make Jurassic Park, based on Michael Crichton's novel. Again, we're heading up Steven Spielberg Drive. And coming up on the right, you might notice a big Das blaue hier ist Falls Lake. Damit werden Fake-Ozeane simuliert. Another example of a practical set features the comedy of the Great Outdoors with Dan Edwards, John Candy and Annette Bening. Ich muss sagen, ja, es ist doch. And it seems to me that towards the end of Steven Spielberg Drive, zum Beispiel so ein Flugzeugabsturz simuliert. One of the largest sets ever built, spectacular crash site set from large-scale sets like this have been on this part of the studio for several decades before production destroyed this suburban neighborhood for the film. It served as whimsical Whoville for the live-action How the Grinch Stole Christmas, and prior to that, it was Site E for the local Jurassic Park. After every shoot, we make sure to make room for... And then they can drive right up and get a closer look at these iconic sets. Zero. And coming up on the right, Zero. This set is going to highlight the original 1964 studio tour. That's the home of Norman Bates from Alfred Hitchcock's Psycho. Psycho with Vera Miles heading up to the house. And up next is our official scale replica of LA's most iconic landmark, the Hollywood sign. While we are celebrating our 60th, the Hollywood sign has been commemorating its centennial year. And for the first few decades of this studio tour, one of our hallmarks was a visit to Prop Plaza, where this is just the park for once-in-a-lifetime photos and to interact with characters, vehicles, and props from their favorite productions. Well, guess what? Just for our 60th anniversary, we brought that opportunity back. There's plenty of photo opportunities. You can enhance them with a Universal Cinematic AR filter that puts you into a digital environment inspired by one of Universal's iconic motion pictures. Just scan the QR codes found at the 60th anniversary signs for Jaws and King Kong, or visit the effects page on the Universal Studios Hollywood Instagram profile at Uni Studios. It's Mutter. Iconic Universal experience. Remember, folks, this is a limited stop. When you're ready to continue your Hello. Tour, follow the signs.
Hey guys! With a different studio guide, so remember to gather all your personal belongings. And your 3D glasses, you'll need them when you visit. Warte, was machen wir? Have fun, everybody. As you oder werden wir gepackt? Was machen wir? Follow the directions. Eigentlich geht sie nicht zu Ende. Hä? Hä? Es wird zwar viel. Hä, hey, und was machen wir jetzt hier? Oder ich glaube, wir wurden gerade gejumpt. Wir wurden gebase-rated. Was machen wir jetzt? Hä? Hey, eigentlich kommt man da raus, wo wir. Oder das Bates Motel, da ist der Typ, der hat eine Leiche. Oder so. Cool. Hä? Ich glaube, wir fahren gleich weiter, oder? Nein, Mann. Das war's, Mann. Hä? Das war's, Mann. Scheiße, so Alex hier. Guck mal hier, da ist ein Mensch. Am Fenster. Ist das der vom Bates Motel? So ein Typ? Er ist nur kurz Pause zum Gucken. Achso. Wir love den Popcorn. Komm raus. Please stay off set crew only. Alter, hier ist Bates Motel. Kennst du? Was? Was ist das? Serie. Netflix. Oh, Bates. Ich muss pipi. Das ist hier. Das wird hier gedreht. I have to pee. I have to pee. Yeah, I'm always shitting myself. Thank you, bro. Thank you. Can we run? Ob wir rennen können. Please stay on the black asphalt. Do not approach until those gates come up and those wonderful Warte. Grüß mal jemand. Bro, G wieder im Risen, Digga. X-Horny. Oh mein Gott! Nee. Alright, everybody, please stand by. Once again, do not approach just yet. Do not approach. Komm mal, Chat, wie cool. Alle Autofreaks. Der Skyline. Alright, all four cars are open. You may now board. Der Charger ist, glaube ich, auch Dings. Cars, Leute. Yes, sir. Ja, ich glaube, es geht weiter oder so. I don't know. Die hockt sich darauf, ich schwöre. Und um sieben Elixiermonster. Ja. Diese sieben Elixiermonster. Hör! Erstbissen. Also und ich sage jetzt eine Sache. Sydney hat definitiv ein Problem. Ich glaube, das ist so ein Ding wie bei Monte. Das ist so ein Ding wie bei Monte. Schmecken diese Bananenchips? Gut. Crunch. Alright, ladies and gentlemen, please stay on the black asphalt. Do not approach this tram. We are building up and descending on its way. Hopefully, there ain't another. Vielleicht gab es keinen Zwischenstopp. Fahren wir weiter. Gut. Rest of your day. University of Hollywood. Thank you so much for your patience, folks. And for spending your time with us at least for 50. Wir waren der erste Gleisjähriger. Vom Kiefer her sieht ein bisschen aus wie du. Yes! Hallo nein! Dann geh weg, geh zu den Führer! Mann, geh mal kurz weg! What the fuck? He's crazy! Hey, watch out your head! The fuck is going on, bro?
you crazy! Alright, everybody. He's gonna bite you! You're crazy! Amerikanische Summer Jam! Ey! Summer der Hammer, der Killer, der Chief! Yes, sir! Wir haben da eine Schlange, er drängt vor. Alter, wir haben da eine Schlange, wo alle dran anstehen, er kriegt jetzt dahin. Summer der Hammer! Okay, lass mal. Ja, warum lachen alle? Ah, wieder! Die lachen wegen Kalle. Chat, habt ihr wegen Dori oder wegen Kalle gelacht? Ja, natürlich alle wegen Kalle, weil ich bin Number One Op. Chat, vielleicht habe ich, auch wenn auch nur einer gelacht hat, das macht mich glücklich. Komm, wa? Ja, ja. BVB Tassos, du bist sowieso ein Bastard. Was? Ah. Yeah, no problem. Oh, sorry, Alexander. Don't worry, forget. This is Alex. Alex. My name is Alex too.